Guten Abend. 5 Jahre nach der Reaktorkatastrophe. Japan gedenkt der Opfer von Fukushima. Keine Energiewende trotz GAU. Tokio setzt auf nuklearen Neustart. 5 Jahre Krieg in Syrien. 2016 soll das bisher Schlimmste sein. Und grüner Wahlkampf im Ländle. Wie Kretschmann der CDU die Wähler streitig macht. Erst der Tsunami, dann die Reaktorkatastrophe. 5 Jahre ist es her, dass die Welt aus Sorge vor dem GAU in Fukushima die Luft anhielt. Heute, am 5. Jahrestag der Tsunami- und Atomkatastrophe, hat Japan der Opfer gedacht. Welche Lehren hat das Land aus der Tragödie gezogen? Eine Frage, die Japan spaltet. David Arnold berichtet. Iwate, Fukushima, Miyagi. Heute um 14.46 Uhr, 5 Jahre nach der Katastrophe. Ganz Japan hält inne. Im Gedenken an die knapp 20.000 Japaner, die von einer Tsunamiwelle in den Tod gerissen wurden. Eine Naturkatastrophe, die sich zu einer Reaktorkatastrophe ausweitete, von der sich das Land nur schwer erholt. Es ist jetzt 5 Jahre her, das ist eine lange Zeit. Und nur sehr wenige Dinge wurden wieder instand gesetzt. In Tokio verbeugten sich der Kaiser und seine Gemahlin am Mahnmal für die Opfer. Nur sehr selten tritt Akihito vor die Öffentlichkeit. Es wurden viele Anstrengungen unternommen, um die Situation zu verbessern. Aber ich fühle Schmerz in meinem Herzen, wenn ich an diejenigen denke, die noch nicht heimkehren konnten. Tatsächlich wurden einige Städte wieder aufgebaut. Auf diesen Bildern die Stadt Kesennuma etwa, die vom Tsunami zerstört worden war. Derselbe Ort 5 Jahre später. Aber bestimmte Gebiete nahe Fukushima bleiben wegen der radioaktiven Verseuchung weiter unbewohnbar. Noch immer sind 100.000 Menschen nicht in ihre Häuser zurückgekehrt. Manche haben entschieden zu bleiben. Die Leute, die früher hier gelebt haben und evakuiert wurden, haben ihre Zukunft verloren. Viele haben Depressionen bekommen. Sie haben all ihre Hoffnung verloren. Heute sind noch immer unzählige Fragen ungeklärt. Was geschieht mit den Millionen Kubikmetern verseuchter Erde, die in einfachen schwarzen Säcken lagern? Die Atomdebatte spaltet das Land. Der Rückbau von Fukushima wird noch 40 Jahre dauern. Dennoch plädiert die Regierung für die Wiederinbetriebnahme der Atomkraftwerke. 2 Reaktoren wurden bereits wieder hochgefahren. Letzte Woche stoppte ein Gericht jedoch wegen Sicherheitsbedenken das Wiederanfahren von 2 weiteren Reaktoren.